Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal haben wir das DLC Heart of Stone abgeschlossen. Jetzt da geht es los in ein neues DLC und zwar Blood and Wine, das zweite DLC. Mehr gibt es dann auch nicht. Ein großartiges DLC kann ich schon mal ankündigen. Wir können schnell reisen, beziehungsweise ich möchte mir mal kurz noch die Waffe anschauen, die wir beim letzten Mal bekommen haben. Nice, ist eine bessere Waffe. Sehr schön, da können wir auch noch ein paar Sigile draufpacken. Nice, nice, nice. Ja, großartige Quest, großartige Geschichte, großartige Map. Kann ich schon mal alles spoilern. Ihr könnt gespannt drauf sein, was da alles in dem DLC abgeht. Wir werden in dem Part wahrscheinlich dann die neue Region schon mal bereisen. Ganz genau weiß ich natürlich nicht mehr, was alles passiert ist. Groben Handlungsrahmen kenne ich noch, welche Möglichkeiten es gibt. Und darum, es wird, glaube ich, cool. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Schicke Rüstung. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfol. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Lasst mich doch helfen. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon mancher abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich. Dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren und ihr was anderes. Warte mal, Zorg.
Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt und der andere den Furz abfackelt? Ich gebe euch einen guten Tipp. Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten doch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee. Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Haya, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Zieht, ihr Halunken! Ja, da hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, keine Sorge, kämpfen tue ich. Das ist ja frech, wieder von hinten. Könnt ihr auch was anderes außer in der Gruppe angreifen? Das kann ich nämlich auch. So, was machen die anderen eigentlich, die Ritter? Kannst du bitte aufhören zu blocken? Danke. So. Tötet ihn, bevor er Eier legt. Oh, ja, das tut mir jetzt leid. Ja, was war denn das? Ach, das ist dieses... Habe ich damit einen besonderen Schlag irgendwann? Das wäre cool. Das ist ja das Schwert, wo auch, das lädt irgendwas auf, oder? Naja, es schlägt gut zu. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Häufiges Problem von mir. ja. Schlecht. Machen wir nochmal. Jetzt aber in gut. Man muss ja mit der Waffe erstmal reinkommen, sage ich. Das ist meine Ausrede. So, wir fangen aber wieder hier an. Der Bandit kann gar nichts. So, komm. Au. Das ist frech. Ah ja, die machen ein bisschen mehr als der eine. So, das haben wir hier. Erstmal heilen. Okay, cool. Für Toussaint. Au, da kommt jetzt wieder der Verstärkungstypi. Sind das alle drei Gegner? Oh. Schade. Das war einer weniger. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat. Okay. So. Von... Wie viele sind das denn? Was machen denn die anderen? Und warum werde nur ich angegriffen? Oder warum haben die anderen so viel Leben? Also ich wusste ja, dass... Also, das kann ich noch nicht spoilern. Es kommt noch ein schwierigerer Kampf. Wenn ich jetzt hier schon so verkacke, ja, wird ein spannendes DLC, würde ich sagen. So, dann gehen wir erstmal an den hier vielleicht. Das ist der Bogenschütze. So, machen wir den zuerst. So, komm. Sehr schön. Da kommt jetzt wieder der andere wahrscheinlich von hinten. Das habe ich fast gedacht. So. Da war einer weniger. Wer möchte, wer hat noch nicht? Ja, schade. Hey ho, ihr gehört uns. Au. Ich mach dich kalt. Okay, das war irgendwie merkwürdig. Au. Ja, jetzt kommen die wieder hier so. Ihr seid die besten Freunde, ich weiß.
So. Jetzt kommt hier wieder der Armbrustschütze. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Mal gucken, was dann der Armbrustschütze macht. Oder die beiden, besser gesagt. Von hinten, da kommt keiner. Da kommt der andere wieder. Au. Na, da kommt der. Ey, es ist manchmal echt ein bisschen. Ich heil nochmal. So, wow. Was war das? So, das war einer weniger. Haben wir jetzt hier noch die Armbrustschützen oder sind die jetzt weg? Da ist noch ein Gegner. Du bist der Armbrustschütze. Vergiss es. So. Das war schön. Hier haben wir noch Zog. Entschuldigung. Hau weg. So, das war's mit ihm. Und pass auf, der will nur wieder mich. Na klar. Oh, Schild weg. Ja, schade aber auch. Das war's dann wohl. Endlich. Warum alle guten Dinge sind schließlich drei. Wir haben sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition... ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt. Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Na klar, das hat Anna Henrietta gesagt, wörtlich. Naja, es ist halt aufgeschrieben. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Na klar, ich helfe doch. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen, nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Ein Biest benutzt schwarze Magie? Das Biest bedient sich schwarzer Magie? Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich.
Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Ich verstehe. Hat schon jemand versucht, das Monster zu fangen? Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele. Aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug. Es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Und ich weiß auch schon, welches Monster das ist, aber Geralt weiß es noch nicht. Darum spoilere ich nicht. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Wir übernehmen den Auftrag. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Let's go! Wir brauchen auch unbedingt mal eine Pferderüstung. Und damit betreten wir dann ein neues Gebiet, was es nur mit diesem DLC gibt. Und ich kann schon mal spoilern, das ist extrem cool und ich glaube sogar mein Lieblingsgebiet. Wobei die Burg ist auch ganz cool. Eigentlich sind die meisten Gebiete ganz cool. Einige Zeit später, Herzogtum Toussaint. Toussaint. Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Witcher 3 Wild Hunt, Blood and Wine. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Raya. Und damit willkommen in dem Bosskampf, den ich meinte. Ich glaube, der wird ein bisschen schwieriger. Ja, ein bisschen mal weg. Das haben wir irgendwie überlebt. Ich frage mich wie, aber ich nehm's. Ich glaube... Ist der tot? Ne, der steht wieder auf. Warum greift er jetzt nur mich an? So. Au. Gut, dass wir Gwent hatten. Gleich nochmal. Hä? Wie wurde denn da der Bereich ausgewählt? Nee, so nicht. Danke.
Einmal gnädig, das Spiel. Der trifft mich gar nicht eigentlich. Ich möchte Schiebung hier beim Spielschiedsrichter anmelden. Oh cool, der kann meine Attacken. Au. Ja, komm. Au, der macht okayen Schaden. Ich will ihn töten. Danke. Der war doch kein Problem. Schafe. Sehr cool. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr, und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Wie ist denn der Riese hierher gekommen? Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Das stimmt wohl. Ich nehme die Trophäe gerne, aber du hast dich gut geschlagen. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Sehr cool, da haben wir eine weitere Trophäe. Gut, dann mal zum Ort der Leiche. Da folgen wir ihm einfach. Und sieht die Stadt oder der Ort nicht schön aus? Da würde ich auch gern jetzt sein. Hat halt so ein mediterranen Flair, das Ganze hier. Und das mag ich total. Und die Story ist cool. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also beim ersten Mal durchspielen, die ist mir im Kopf geblieben. Das ist eigentlich immer was Positives, würde ich sagen. So. Irgendwie sieht es so aus, zumindest für mich, für euch wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen, als würde V-Sync hier nicht ganz funktionieren. Naja. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Das sind fahrende Ritter. Sind das welche, die ihre Dienste dann immer unterschiedlichen Leuten anbieten? Muss ich das so verstehen? Wahrscheinlich schon, oder? Naja, hier scheint anscheinend die Fundstelle zu sein. Ein interessanter Ort. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Oh nö. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie was übersehen. Hier haben wir Spuren. Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Okay, ich dachte, das ist von dem... Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Mörder. Vielleicht auch Dieb. Was haben wir hier? Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt.
Ja, der Gestank ist heftig. Platzer. Wir haben Besuch. Hatten wir die schon mal? Oh, ja, Schild ist nicht das, was ich wollte, aber... Ach, komm, ich... Okay, das ist ein Platzer. Das ist ein Geralt, der sich erstmal heilt. Au. So, jetzt da weg. Weil der explodiert. Au, na klar greift er mich an. Warum denn auch nicht? Warum auch jemand anderes? Wenn es auch Geralt sein kann. Als haben die Monster ein persönliches Problem mit ihm. So, komm, wir machen das. Ich hoffe, der andere kriegt das. Okay, der geht hoch. Wo ist der andere? Tot. Suchen wir weiter. Ah, okay, die sollen sogar auftauchen. Gut. Was haben wir? Hier haben wir Schuhe immer noch. Geht's hier lang? Nee, von da kommen wir. Dann geht's hier lang. Was haben wir hier denn? Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten. Scheint so. Hier haben wir noch irgendwas. Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Anscheinend weiß man noch nicht, wer das Opfer war. Würde ich jetzt mal tippen. Da haben wir was. Das war nichts Story-Relevantes, würde ich jetzt mal tippen. Vielleicht doch. Aufnehmen, aufnehmen. Was haben wir noch? Untersuche das Flussufer weiter. Ein Paddel. Spannend. Wir nehmen das mit. Hier haben wir noch was. Mal kurz auftauchen. Na. Nimm's so. Eine Flasche. Dann haben wir... Brauchen wir noch was? Hier vielleicht auf dem Grund, dass da haben wir noch ein Paddel. Aber eins hatten wir ja schon, darum. Untersuche das Flussufer oder untersuche die Netze. Das machen wir mal zuerst. Wenn wir jetzt schon hier sind, gibt es hier noch irgendwas? Ach hier, guck mal, hier ist noch eine Flasche. Dann haben wir hier noch was. Dann haben wir hier noch was. Und hier. Ein Seidentaschentuch. Ah, das haben wir gebraucht. DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Oh, ich glaube, das ist ein schönes Easter Egg für das DLC. Gut, dann lassen wir uns hier nochmal kurz, lassen wir unsere Blicke nochmal schweifen. Ich würde hier was verstecken, haben sie aber nicht. Dann haben wir noch hier was. Sieh mal, hier war ein Boot. Die Wache muss die Leichenteile aufgeladen und irgendwo hingebracht haben. Wir müssen rausfinden, wohin. Ich will mir die Leiche ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne! Die Inhaber müssten gesehen haben, welche Richtung die Wachen eingeschlagen haben. Fragen wir nach. Wir werden beobachtet. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Gute Idee. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren.
Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Verstehe ich. Hier an der Stelle machen wir aber erst im nächsten Part weiter, weil wir sind schon am Ende des Partes. Das ging jetzt schnell. Tatsächlich befürchtete ich schon zu spät. Wir lassen ihn noch ausreden. Um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Das war, glaube ich, ein cooler Einstieg in das DLC schon mal. Ihr könnt euch auf die nächsten Parts freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.